Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute ist der fünfte Tag meiner Westwegreihe. Wir gehen heute zusammen auf den Feldberg und wenn dich auch noch eine Geschichte aus meiner Armeezeit interessiert, dann bleib doch einfach dran. Viel Spaß mit dem Video. Ja, die Nacht war eigentlich ganz angenehm. Sie war ein bisschen kälter, also es war bis jetzt die kälteste Nacht. Wahrscheinlich, weil ich so ein bisschen in Wassernähe am Titisee geschlafen habe. Ja, ging trotzdem ganz gut. Ich habe gemütlich ausschlafen können. Ich fühle mich heute wieder ein bisschen muskeltechnisch besser, also ein bisschen entspannter. Vor allem die Oberschenkelmuskeln haben sich wieder gut entspannt, obwohl ich sie immer noch ein bisschen merke. Aber so ist das halt beim Wandern, ne? Wenn man viel bergauf und dann vor allen Dingen bergunter geht, dann beansprucht man alles an seinem Körper. Nicht umsonst sagt man, bei solchen Wanderungen verbraucht man gerne mal 6.000 bis 7.000 Kalorien oder vielleicht sogar noch mehr, je nach Gewicht auf deinem Rücken, pro Tag. Und ja, ich nehme so, würde ich sagen, 2.000 bis 3.000 Kalorien höchstens pro Tag zu mir. Also da geht schon Energie flöten. Ich merke das auch. Der ganze Körper wird ein bisschen gestraffter und so, ne? Ja, und jetzt wird es gerade wieder ein bisschen steil und es geht hoch, weil wir über den Feldberg laufen werden. Soweit ich mich erinnere, ist das der höchste Berg, den der Westweg so zu bieten hat. Das heißt, ich weiß natürlich schon ganz gut, was auf mich zukommt, aber so ist das. Ich mache ganz langsam. Alle 3 Kilometer mache ich eigentlich eine Pause und ja, schöne Runde. Ich glaube, diesmal habe ich, heute habe ich sogar bis jetzt alle 2 Kilometer eine Pause gemacht. Ja, ganz entspannt. Ich sag mal, gestern war es ein bisschen zu viel. Das heißt, ich versuche heute sozusagen die Kraft wieder reinzuholen, indem ich ein bisschen entspannter angehe. Und mal gucken. Heute ist ja Bergfest. Ah, da ist eine Bank. Ja, nein, wenn man gerade davon spricht. Heute ist ja Bergfest. Ich hatte ja überlegt, einmal die Tour ja, in den Gasthof zu gehen, eine Nacht da zu schlafen, zu duschen und so weiter, für die Hygiene, für die Motivation. Muss ich mal gucken, ob ich das heute mache. Wenn es sich anbietet, werde ich es tun. Und wenn nicht, dann schlafe ich wieder draußen. Aber bis jetzt ist auf jeden Fall die Motivation gut. Ich fühle mich auch noch fit. Körperlich, natürlich muskeltechnisch ein bisschen ausgelaugt, aber das ist normal. Und ja, dann mache ich jetzt erstmal wieder kleine Päuschen, esse noch mal ein bisschen Brot und dann geht es weiter hoch. Wie das hier duftet, ne? So richtig Bergfrühlingswiese. Überall so die Hummeln, Schmetterlinge. Wenn dann das Licht reinfällt von der Sonne durch die Bäume, das ist einfach wunderbar. Richtig schönes Wandern heute. Ja, so eine Brotzeit mitten oben auf dem Berg, während einem die Sonne ins Gesicht scheint, das ist schon was Feines. Übrigens, ich habe ja in der letzten Bushcraft-Tour gesagt, dass ich mal mein neues Messer mitnehme. Das Ganzo, ich glaube G8 oder so heißt es. Das hier, alle die das Video gesehen haben, werden sich erinnern. Ich habe das jetzt ein paar Mal getestet, auch ordentlich rangenommen sozusagen, ein bisschen mehr damit betont, während ich mit Arthur das Lagerfeuer gemacht habe und so und den Feuerstahl ausprobiert, der mit der kleinen Reiskante hier oben echt ordentlich Funken macht. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden damit. Also für den Preis, ich habe es glaube ich für 22 Euro bekommen, dafür bietet das Messer auf jeden Fall schon das, was ich mir so wünsche. Also es ist § 42a konform, weil nicht über 12 cm lang. Es hat eine schöne Klinge, die
relativ lange schneidfreudig bleibt. Also bis jetzt hat es noch nicht wirklich abgenommen. Sie hat eine Risskante, einen eingebauten Feuerstahl in der Scheide, eine Kydex-Scheide, wo nochmal extra Klettband dran ist und einen Glasbrecher hinten. Und hier hätte man auch noch ein Loch für ein Lanyard. Ja, und es ist nicht schwer, schön leicht. Ich finde es angenehm in der Hand liegend. Ist ein nices Messer. Was gibt's noch so? Rucksack. Ich habe ja hier den Rucksack vom Mardingtop mitgenommen. Das ist so eine günstig Marke, ja, die gerade auf Amazon mit ganz vielen Angeboten so ein bisschen sich am Markt etablieren will. Ja. Und ja, die bauen so ein bisschen, habe ich das Gefühl, VD nach, beziehungsweise ich habe in meinen Messe-Vlogs ja schon mal gesagt, heutzutage sehen sowieso 90% der Rucksäcke alle gleich aus, Deuter und VD und so. Die sehen sowieso alle gleich aus, seien wir doch mal ehrlich. Tja, auf jeden Fall hat mich der Rucksack bis jetzt ziemlich überzeugt. Ich werde mal gucken, ob er auch noch die restliche Tour hält. Es ist ja eher ein Günstig-Segment-Rucksack. Ja, habe ich für 40 Euro im Angebot bekommen, kostet normalerweise 55, ist vom Mardingtop. Mir gefällt die Farbe, mir gefällt die Verarbeitung bis jetzt auf jeden Fall ganz gut. Und vielleicht ist das ja eine Alternative zu den Miltec-Rucksäcken, von denen ja der ein oder andere von euch die ja hat. Und von denen ich immer wieder gehört habe, dass sie nach spätestens 2 Jahren kaputt gehen. Vielleicht ist das ja ein Konkurrenzprodukt im Günstigbereich. Wir werden es sehen. Ich werde euch nach der Tour sagen, ob sich irgendwelche Nähte oder so gelöst haben. Und ich denke, eigentlich ein ganz cooler Rucksack bis jetzt. Aber das wird die Zukunft zeigen. Und ich würde sagen, dann wandere ich jetzt auch mal langsam weiter. Ja, ich wandere jetzt gerade den Feldberg hoch und es ist mega abgekühlt. Also ich muss sagen, ohne Jacke, ich war eben auf einer Bank, ging nicht mehr. Ist schon merklich kühler, man merkt auch beim Luft einatmen. Ja, versuchen wir mal bis ganz nach oben zu kommen. Der Feldberg, ja, am Fuß ist ziemliches Ski-Touristengebiet. Da war es irgendwie kälter als hier oben. Keine Ahnung warum, ist halt so. Vielleicht geht da unten mehr Wind, weil hier geht praktisch gerade zumindest überhaupt kein Wind. Obwohl man es ja eigentlich meinen müsste, auf so einem hohen Berg. Ne? Ja, der Anstieg war ordentlich steil. Hab mich noch mal ein bisschen verausgabt und jetzt geht's runter. Es ist kalt geworden, trotzdem insgesamt. Mir schlieft ein bisschen die Nase, muss ich sagen. Aber jetzt geht es ja eher wieder abwärts, soweit ich weiß. Ja, und ab jetzt suche ich mir halt einen Lagerplatz, ne? Wie angekündigt, habe ich mir eine kleine Bleibe gesucht. Die ist jetzt hier ungefähr 4 bis 5 Kilometer nach dem Feldberg. So weit bin ich tatsächlich heute noch gewandert. Aber ich muss sagen, heute habe ich alle Kraft der Welt. Also eigentlich hätte ich auch noch 2 Stündchen weiter wandern können. Aber ich gönne mir jetzt erstmal eine Dusche. Den kleinen Luxus, den gönne ich mir. Ja, vielleicht auch mal ein kühles Bier gleich zu trinken. Ich habe euch ja aber zum Beispiel auch noch eine Anekdote versprochen. Und zwar, wo wir gerade bei gastlich sind. Wir waren mit dem Pfadfinder in Österreich unterwegs. Und da habe ich den besten Kaiserschmarrn der Welt gegessen. Ja, wo gibt, um es in Jugendsprache zu sagen. Und zwar bei einer alten ja, Lady, also wirklich schon über die 80 rüber, soweit ich mich erinnere. Und der hat den Hof ganz alleine geschmissen. Also hat alles gemacht. Ne? Sie hatte jetzt auch nicht mehr viele Tiere, ja, aber schon, die war noch fit für ihr Alter und da sind wir halt angekommen und die fand das super toll, dass wir da waren, ja, die hat uns zugequatscht und was weiß ich alles, super lieb einfach, ja, das war einfach schön,
der alten Lady ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Und dann haben wir auch mal hier und da ein bisschen angepackt, ja, ein bisschen Heuballen zur Seite geschoben. Und da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben auf dem Heuboden richtig geschlafen. So komplett 10 Pfadfinder, alle einfach ins Heu reingeworfen, ja, mit Unterlage natürlich. Und dann da gepennt. Also das war schon sehr geil. Und dann hat sie uns morgens originalen Kaiserschmarrn gemacht. Richtig lecker. Also in meiner Erinnerung, kleine Erinnerung ist immer ein bisschen, ne? Aber schon richtig geil. Und da sind natürlich dann auch Emotionen mit verbunden. Und dazu hat sie uns auch richtig Kaffee aufgebrüht. Ja, nicht so Filterkaffee, sondern so richtig. Und da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, Kaffee getrunken. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es da das erste Mal war. Ich bin übrigens bis heute kein Kaffee-Fan. Ich weiß, viele von euch stehen total auf Kaffee. Es gibt ja sogar Kaffee-Chaos Uwe, ja, mit seinem Bushcraft-Camp, den ich auch gerne mal gucke. Aber ich trinke bis heute keinen Kaffee. Mag ich einfach nicht. Ne, finde ich nicht gut. Ja, aber so viele schöne Erinnerungen kann man einfach beim Wandern, beim Draußensein und wenn es auch mit einer Gruppe ist, einfach haben. Ja? Einfach schön unterwegs sein, die Welt sehen, nette Menschen treffen, das ist schon was Geiles. Ja, ich werde es mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen gut gehen lassen. Erstmal duschen, dann vielleicht was, auf jeden Fall was Zuckriges trinken gehen, weil mein Körper schreit geradezu nach Zucker. Und ja, dann langsam schlafen gehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du das nächste Westweg-Video auf keinen Fall. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.